Willkommen zurück, ihr Lieben, bei The Witcher 1. Ich wollte schon wieder Witcher 4 sagen. Mit mir, dem Mr. Sig. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sind jetzt bei den Druiden, wo wir erstens einmal den Brief abgeben müssen. An unseren coolen Freund. Zu der Ische gehe ich nicht nochmal. Oh, nee, nee, das ist die Ische. Da habe ich gesagt, will ich nicht nochmal hin. Wo ist denn der komische Typi? Dem wir hier, den Brief geben sollen. Hä? Ich muss die Sümpfe gehen und die Erwin die Antwort geben. Genau. Wo ist der? Der ist doch hier. Oder sollte doch hier sein. Ältere Druide. Nies Wurz nur nebenbei noch mit. Wo ist denn der? Der ist hier nicht mehr. Die habe ich gerade gepflückt. Brauchst du nicht nochmal pflücken, Kollege? Egal. Gute Gott. Nacht. Wie gute Nacht. Kommt am Morgen wieder. Ach, fickt euch doch ins Knie jetzt ernsthaft. Och nö, sagt ihr jetzt nicht, ich soll jetzt hier noch warten, bis ihr fertig seid und. Was hat denn das eigentlich nochmal gemacht? Naja, diese komischen Pfeilen. Und das hier, das muss ich auch noch verwenden. Das muss ich häufiger verwenden. Och nee, jetzt sagt mir nicht, dass ihr jetzt hier keinen Bock drauf habt und deswegen. Na, ihr nervt alles mich. Wächst. Nee. Bei dir wachsen andere Dinge. Na gut, da hat sie recht, mit allem wächst. Dann gehen wir zum Lagerfeuer. Verdammte Scheiße, ey. Das kann aber nicht wahr sein. Ich dachte, wir können jetzt mit denen quatschen, aber nö. Ja, erstmal hier am Lagerfeuer hinlegen, bis die klarkommt mit ihrer Welt, ey. Neue Talente. Warum? Wir haben neue Talente. Stimmt, wir haben hier 3 von 1. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Intelligenz, rituale Reinigung, Kenntnis. Ermöglicht Geralt rituale Reinigung an Orten der Macht durchzuführen. Was macht das? Keine Ahnung. Zeichenintensität. Weiß ich auch nicht, was das soll. Gewandtheit. Raubtier wirkt nur. Aber was macht denn das? Ach so, Angriff und Ausweichen plus 50. Coolio. Koordination, Ausweichen plus 20, Silbertalent allerdings. Starker Stahl, wir machen starkes Silber. Da müssen wir, glaube ich, auch noch was machen. Entladender Hieb haben wir schon. Es ist irgendwie manchmal schwer zu erkennen, welche Talente wir haben und welche noch nicht. Wirkt nur, wenn auf dem Gegner einächern ist. Schaden plus 25%, okay. Tieferschnitt, Bluten plus 20%. Erfordert ein Silbertalent. Erfordert Silbertalent. Nee. Wirkt nur, wenn ein Gegner von Einäschern betroffen ist. Aber ich weiß nicht, wann der von Einäschern betroffen ist und wann nicht. Geblendet. Ich habe das nicht. Schmerz plus 15, das können wir machen. Schaden plus 25 können wir machen. Schauen, wenn er geblendet ist. Gruppensilber können wir, glaube ich, auch noch. Müssen wir auch noch einiges aufleveln. Schaden plus 20. Ja, machen wir Schaden plus 20. Wir haben noch ein Silbertalent. Dritter Angriff besteht aus 5 Hieben. Machen wir das hier erstmal noch. Ach ja, wir können noch ein paar Tränke noch brauen. Wo bist denn du jetzt hin? Da. Hier. Ich wollte Tränke brauen. Da. Und zwar brauchen wir noch ein bisschen Schwalbe. Ein bisschen Schwalbe können wir noch einmal machen. Na wunderbar. Gut, dann schlafen wir bis zum Mittag. Beziehungsweise meditieren wir bis zum Mittag, euch schlafen. Schlafen tut er nicht, er meditiert ja. Ein Hexer schläft ja nicht. Außer im Sarg und mit Bässchen drumherum. So. Dann wieder auf zum Druidenhain. Warum ist die Musik jetzt so bedrohlich?
Okay. So, Druide, Druide. Ja, ja. Wo ist denn... Oh, dieser komische Typi ist da nicht nochmal da. Was gibt es? Ich kann Yevin nirgendwo finden. Was geschah mit ihm? Er schloss sich den anderen Elfen an, die im Sumpf leben. Wo kann ich ihn finden? Ich hab keine Ahnung. Na toll. Ich muss die Sümpfe gehen und Yevin die Antwort geben, ja. Aber wie zur Hölle kann ich den jetzt... Ich muss doch die Druiden noch fragen, wie ich hier diesen Blitz machen kann. Was gibt's? Ah ja. Da. Ihr Druiden kontrolliert die Kräfte der Natur, nicht wahr? Nein, das können wir nicht. Vielmehr leben wir nach ihren Rhythmen. Dennoch dressiert ihr wilde Tiere. Und ihr könnt einen magischen Sturm beschwören? Nein, ich meine ja, aber nicht mit Gewalt. Nun, ich benötige einen Sturm mit Donner und Blitzen. Könnt ihr einen erschaffen? Das kann ich, aber wie gesagt... Ich würde dafür bezahlen. Nennt es eine Spende zur Vermeidung weiterer Umweltkatastrophen. 500 Orens. Was? Das ist zu viel. Alles wird teurer. Und irgendwie müssen wir auch leben. Ich komme wieder, wenn ihr es euch anders überlegt habt. 500 Orens? Spinnt ihr was? Ich will mal trotzdem gucken, was er als Dingens drin hat, weil vielleicht hat er ja so eine Rune, aber die hat er leider nicht. 500 Orens? Hat der eigentlich den Arsch offen, oder was? Das Lager der Anderlinge? Was, hier war ein Lager der Anderlinge? War hier nicht die Skoyatel? Ich bin überfragt. Aber zum Anderling tatsächlich. Ihr werdet in die 500 Orens zahlen. Würde ich das gerne eher ausprobieren mit dem Blitzableiter und mit den drei komischen Sachen, die da sind. Weil vielleicht müssen wir ja einfach nur die drei Symbole da klicken und dann ist alles gut. Weil uns hat er ja schon mal einen Blitz getroffen. Ich speichere natürlich vorher. So, hier, du kriegst einen Blitzableiter in den Kopf. Da. Ich muss auf den Sturm warten. Naja, aber haben wir den das jetzt gegeben? Haben wir nicht, ne? Ich muss auf den Sturm warten. Guck mal, wenn wir das hier machen, dann kommt da so ein Sturm. Kann ich den das jetzt reindrücken? Ich muss auf den Sturm warten. Ich muss auf den Sturm warten. Naja. Okay. Ja, fick dich. Ist ja jetzt nicht der im Ernst. Aber wir sterben noch durch einen Blitz. Achso, warte mal, vielleicht kann man den Blitzableiter ja selber ausrüsten. Maybe. Okay, können wir nicht. Ist doch doof. 500 Orens. Oh Mann, ey. Da kommt doch ein Blitz. Ich will es noch einmal probieren, und zwar über diesen Pylon so als erstes aktivieren und die anderen beiden dann erst danach. So, den hier zuerst. Sind die anderen schon aus, okay. Ist der auch aus.
Das ist doch eigenartig. Das ist doch wirklich eigenartig. Nee, die 500 Orange, die will ich jetzt dem nicht reindrücken. Ganz ehrlich nicht. Laufen jetzt hier mal weiter zu den anderen Dingens, obwohl ich der Meinung bin, dass da ja die Scoia'tael eigentlich waren. Naja, abwarten. Laufen erstmal dahin und dann schauen wir mal. Ja, was war das denn für ein geiler Move? Okay, war ich gerade ein bisschen überrascht noch, dass er noch einen Move machen wollte. Der explodiert. Hat dich mitgenommen. Arschgesicht. So, die haben wir die letzten Folgen schon gesehen. Naja. War ja klar. Das ist ein geiler Move. Wie er den erstmal nur in die Fresse tritt und dann mit dem Schwert noch eins drüber zieht. Okay, wir müssen hier ein bisschen außen rumlaufen. Kannst du den jetzt auch angreifen? Dankeschön. So, die Klinge ist noch geschärft, aber uns fehlt die Ausdauer-Rack. Deswegen haben wir uns jetzt noch so einen Trank rein. Nein! Oh, fuck. So, jetzt können wir uns noch so eine Schutzblase machen. Und da kriegen wir jetzt kein Damage, oder was? Tatsache nicht. Oh, ui, okay, hält nicht lange. Drecksvieh. Vergiss ja jedes Mal auszuweichen. Wann hat das alles nur ein Ende? Sag ich doch, hier sind doch diese Scoia'tael-Typen. Ah ja, Scoia'tael-Kundschafter. Verdammt, ich hab Hunger. Und da musst du eigentlich essen. Ich finde diese Zwerge total witzig, wie die hier darstellen mit den kleinen Häuplein auf dem Kopf. Scoia'tael-Krieger-Kundschafter. Scheiße auf friedliche Koexistenz. Ja, ja, das hab ich schon mal gehört. Scoia'tael-Kundschafter. Seid so gut und lasst mich in Ruhe. Hier bin da. Ah, Hexe. Hi. Viel los hier. Ein Ausbildungslager? Wir müssen trainieren, damit wir gut kämpfen können. Glaubt ihr wirklich, dass dieses Häuflein etwas ausrichten kann? Können ein paar Steine einen Erdrutsch auslösen? Kann ein einziger Funke ganze Städte niederbrennen? Ihr braucht nicht zu antworten. Wir kennen beide die Wahrheit. Ja? Worauf bereitet ihr euch vor? Das geht euch nichts an, Hexer. Aber ihr seid nicht auf den Kopf gefallen. Denkt gründlich nach. Vielleicht kommt ihr dahinter. Ein Aufstand gegen die Menschen? Was ist, wenn ich die Behörden informiere? Ich muss euch korrigieren. Wir wollen den Krieg gewinnen, den wir führen, und nicht einen Aufstand beginnen. Und ihr wollt uns verraten? Anderling, der ihr seid? Die Menschen würden euch nicht ernster nehmen als uns. Und selbst wenn sie auf euch hören, wir sind vorbereitet. So gut, dass uns nichts mehr aufhalten kann. Visima wird schon bald brennen. Och nee, ich ernsthaft? Ich hoffe, ich bin schon lange fort, wenn das losgeht. So wie ich euch einschätze, werden wir uns sicherlich auf dem Schlachtfeld begegnen. Die Frage ist nur, für welche Seite entscheidet ihr euch? Meine eigene, eure Seite, ich fühle mich mit der anderen Missgeburt. Ich fühle mich anderen Missgeburten, denen man nicht trauen kann, irgendwie verbunden. Ich bin Hexer. Ich wurde geschaffen, um Menschen vor Ungeheuern zu schützen, egal ob sie
Fühler oder Schuppen haben. Oder ob sie zwei Beine, was? Oder ob sie auf zwei Beinen gehen und hochtrabende Reden schwingen. Sie wurden ja wirklich erschaffen, um Menschen vor den Bestens, also vor den Ungeheuern, ja, aber. Okay. Yevhen, ich bin ein Hexer. Ich wurde geschaffen, um Menschen vor Ungeheuern zu schützen. Egal, ob sie Fühler und Schuppen haben oder ob sie auf zwei Beinen gehen und hochtrabende Reden schwingen. Ich gebe zu, ihr macht mir Spaß, aber ich will euch nicht verspotten. Ich werde mich auch hüten, eure Fähigkeiten zu logischem Denken in Frage zu stellen. Aber überlegt doch, wie die Menschen, die ihr schützt, euch behandeln. Haben sie eure Loyalität verdient? Na, wie behandelt das du uns denn? Das ist meine Sache, Yevhen. Ja? Habt ihr noch mehr Arbeit für mich? Ihr scheint euch im Sumpf auszukennen. Und ihr habt uns einen Dienst erwiesen. Ja, da wäre noch etwas. Ich höre zu. Ich habe gehört, dass Ritter vom Orden der Flammenrose in den Sumpf eingedrungen sind. Diese Fanatiker hassen Anderlinge. Früher oder später werden sie auch uns nachstellen. Was hat das mit mir zu tun? Ich möchte, dass ihr dir einer zum Golem-Totenacker führt. Dort warten Hafkaren. Sollte sich das Blatt zum Schlechten wenden, erwarte ich, dass ihr die Einheit am Weglaufen hindert. Nee, ganz ehrlich, ich will mich nicht gegen die Menschen stellen. Auch wenn die uns nicht, also ich meine, keiner behandelt uns irgendwie, als ob wir irgendwas Tolles sind. Gar keiner. Aber mit dem Siegfried und das Ganze drumherum ist ja ein ganz netter. Und der Orden, ja, na gut, jede Gruppierung ist irgendwie ich scheiße. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da reingezogen werden möchte. Diese Entscheidung braucht Zeit. Hier, erstmal dein Brief noch. Ja? Ich habe Vivaldis Antwort. Er schickt Worte, kein Gold. Ich dachte es mir schon. Also waren meine Bemühungen vergebens? Ganz im Gegenteil, Hexer. Vivaldi kann oder will uns nicht helfen. Die Information ist dennoch bedeutsam. Hat er Gründe für seine Weigerung genannt? Ich vermute, er tritt für friedliche Reformen in der Marsch durch die Institution. Ja. Vivaldi ist bankrott. Interessant. Die Bank macht gute Geschäfte, trotzdem ist Vivaldi bankrott. Danke, Geralt. Ich habe da eine Idee. Ha, ha, ha. Okay. Das ist also auch der Grund, warum uns... Hat das alles nur ein Ende? Warum die Menschen uns auf ihre Seite ziehen wollen. Aber wie gesagt, ich habe in dem Falle mehr Bindung zu den Menschen als zu den Elfen oder zu den Anderlingen. Ich meine, okay, mit den Anderlingen halt hier. Es sind doch alles nur Elfen, es sind noch keine Anderlinge. Schwierig. Aber wie gesagt, ich habe halt mehr Bindung zu dem Siegfried und das Ganze drumherum und nicht zu diesem Typen, der irgendwie so ein bisschen hoch vor sich her redet und sich da sonst wie toll fühlt oder findet. Keine Ahnung. Ja. Doof. Finde ich auch schwierig, dass man jetzt keine neutrale Stellung dazu nehmen kann. Ich meine, Geralt sagt zwar, also hat ja gegenüber dem Siegfried auch gesagt hier, ich will eigentlich nicht. Aber das zählt anscheinend nicht so richtig. Gut, dann laufen wir mal zum Lager und dann denke ich, steht uns eine krasse Schlacht bevor. Irgendwie. Elfen gegen Menschen. Warum die sich auch immer wieder die Köpfe einhauen können? War ja bei Herr der Ringe nicht anders. Konnten sich die Elfen und die Zwerge auch nicht leiden. Gut, aber das machen wir in der nächsten Folge, nicht mehr in diesem.
dieser. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, lieben. Tschüss.